Oh, 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 bei Let's Play Xenoblade Chronicles. Psst. Beim letzten Mal haben wir die Devianerin unschädlich gemacht und da sind schon wieder ein Stella vorbeigelaufen, die auch eine schöne Nebenmission hat. Mhm. Oder vielleicht ist es auch Kacke, ich weiß es noch nicht. Oh, perfektes Timing. Gerade wollte ich dem Quartier einen Besuch abstatten, um nach ihnen zu suchen. Ich habe eine streng geheime Mission für sie, deswegen besprechen wir sie auch hier auf offener Straße. Anweisung vom Generaldirektor höchstpersönlich. Nacht und Nebel, Sie wissen schon. Hätten Sie einen Augenblick Zeit? Fantastisch, also. Uns liegt ein Bericht von einem Kurator aus dem Noctilum vor. Demzufolge haben sich mehrere Ganglientruppen am Eingang der Schlucht des Toten Mannes versammelt. Ihrer Ausrüstung nach zu urteilen, könnte es sich um Forscher bei einer Feldbegehung oder etwas ähnlichem handeln. Das bedeutet, dass sich dort etwas Wichtiges befinden muss. Vielleicht hat es etwas mit dem großen Skell zu tun, den ihr Team von dort bergen konnte. Soweit jedenfalls Generaldirektor Chansons Theorie. Er möchte, dass sie sich vor Ort umsehen und herausfinden, hinter was genau die Ganglien her sind. Versprich dich, um die Sache zu kümmern, weigere dich jemals wieder zurück an diesen fürchterlichen Ort zu kehren oder frage Stella, ob die Mission gut bezahlt ist. Nein, wir sagen ja. Ausgezeichnet. Ich verstehe, warum der Generaldirektor sie für diese Aufgabe ausgewählt hat. Dann versorge ich sie jetzt mit den allen notwendigen Details. Okay, was? Untersuche die Aktivitäten der Ganglien. Okay. Mit dem Gebiet sind sie ja bereits vertraut. Verlaufen werden sie sich also sicher nicht. Da kennst du mich schlecht. Aber seien sie dennoch vorsichtig. Ich werde hier auf ihren Bericht warten. Oh, und ich warte hier auf meine Belohnungsticket. Das Setup hier mit dem Gamepad ist jetzt ein bisschen anders, weil ich diese DSA-Folge da aufgenommen habe. Ich glaube, das war ein tierischer Schuss in den Ofen. Aber was soll's. Ich konnte es einfach nicht mehr reparieren. So, jetzt müssen wir mal gucken, ob das hier der richtige Knotenpunkt gewesen ist oder der andere. Aber dieses Mal sind wir mit einem illustren Skell ausgestattet. Wobei ich mir durchaus vorstellen kann, diese komischen Viecher den Skell sehr leicht auseinanderreißen werden. Aber wir können Höhenunterschiede deutlich besser damit überwinden. Oder auch nicht. Nach dir. Oh, aber noch nicht nach dir. Augenblick. An jeder von uns, der jetzt allein losgeht, wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit gefressen werden. Ich sage, wir gehen alle gleichzeitig. Guter Plan. So können wir alle gleichzeitig aufgefressen werden. Ich verstehe, kleine Bedenken. Aber wir können nicht mit leeren Händen zurückgehen. Die Ganglien reißen uns die Köpfe ab. Also, tot sind wir so oder so. Aha, ihr Cops. Wir bleiben einfach hier. Wir kauen uns zusammen, bewegen uns nie wieder vom Fleck. Oho, eine kreative Lösung. Und dem einen Vorschlag, den nur eine anpassungsfähige Spezies wie die unsere in die Tat umsetzen könnte. Die haben bestimmte eingebaute Riesenschichas. Wir müssen einfach nur den längeren Atem haben. Ob das jetzt Jahrhunderte dauert oder zwei oder drei. Mensch, dein Mensch! Nein, vier Menschen! Jetzt ist alles vorbei! Versichere, dass du friedlich Absicht gekommen bist oder verlange auf der Stelle Aufklärung darüber, was diese Typen hier treiben. Na, wir beruhigen sie. Ruhig, Digga, ruhig. Der Mensch scheint freundlich zu sein. Wenn wir den Menschen gehorchen, vielleicht rettet er dann uns aus dieser misslichen Lage. Du willst in den Sklaventreiber hier einen anderen eintauschen? Woraus schließt du, dass sie da vertrauenswürdiger sind? Was sollen wir bloß machen? Stillgestanden! Was treibt ihr Faulpelze da? Seid ihr Ganglien-Soldaten? Ich meine, ihr seid Ganglien-Soldaten. Zieht eure Waffen und kämpft! Aber, wir sind nicht Kombatanten. Weglaufen ist unser Ding. Bah, und genau deshalb seid ihr der Absaum allen Absaums. Oh, ich stehe jetzt hier und ziele 5 Minuten auf euch, bevor ich den Abdrücker abdrücke. Vor einem Minute. Achso, ich dachte schon, er ist tot.
Ja. Wir schwächen ihn. Was macht das eigentlich? Ach ja. Paralyse. Auch okay. Aber übrigens jetzt diese Technik hier, die mir Dingspunkte verursacht, Spannungspunkte macht, wenn ich die vor dem Gegner zünde. Haha. Und dann ist er kaputt. Menschen sind wirklich so stark, wie die Geschichten über sie vermuten lassen. Ich kann doch nur so ruhig bleiben. Da ohnehin keine Chance besteht, dass wir die Sache überleben, habe ich die Panikphase übersprungen und bin direkt so in der inneren Akzeptanz übergegangen. Gütiger Golboga, steh uns bei. Seid ihr wirklich alle einfach bereit, unseren Auftrag aufzugeben? Nicht diese lächerliche Gängelmission, sondern unsere wahre Berufung, den Grund, aus dem wir leben. Natürlich möchte ich unsere Pflicht erfüllen, aber... Dann sollten wir alles auf eine Karte setzen, die unsere Überlebenschancen erhöht. Und sei es auch nur minimal. Oder? Ein schlagkräftiges Argument. Ich würde diesem Chaos gerne leben da drinnen. So, ich bin mal weg. Ich bin in die andere Fußballmannschaft gewählt worden. Dann beeilen wir uns. Ja, aber... Ja. Hä? Oh. Er hat sich als Frühstück geopfert. Haben Sie den schon aufgefressen? Ah! Mensch, hilf uns bitte! Okay, wir tun es. For Anti-Enemy Time. Gegen die abscheulichen... Ich drücke den Knopf hier, also tu was. Okay, dann wollen wir uns mal schützen. Oh, wir warten noch ein bisschen und dann hauen wir mal hier Spannungspunkte rein. Holy shit, Boss, der hält ja was aus. Okay, während unsere anderen Sachen sich wieder aufregenerieren, kümmern wir uns jetzt um den Typen Nummer 2. Hier müsste ich einen Sternverblick, muss ich eigentlich noch ein paar Punkte mehr reinquetschen. Den galaktischen Untergang habe ich mittlerweile, den hatte ich ja mal vor ein paar Folgen gesagt. Ja, der ist bestimmt gut. Ich weiß es nicht, ob ich schlecht bin, aber er ist scheiße. Ich glaube, dafür, dass er 1000 Spannungspunkte kostet, macht das Ding so gar keinen Sinn. Jawohl. Und jetzt geht der hinterher. Na, für den Fall der Fälle, dass ich mich später noch um andere Sachen kümmere. Wie Tyrann möchte ich meine Spannungspunkte noch nicht ausgeben. Ja gut, ich hau nochmal drauf, damit ich Beziehungspunkte zu dir aufbaue. Oh, der kann ordentlich sterben, kann er. Leute, hinter mir fallen sie mir in den Rücken. Danke, Mensch. Du bist deutlich stärker als die hohen Tiere der Gänglien, die sich selbst für gewaltige Krieger halten. Ob der Mensch uns Asyl bieten würde, das ist definitiv eine Möglichkeit, die genau erörtert werden sollte. Wir haben eine Anfrage, Mensch. Würdest du sie anhören? Wir Zarubuganer wurden fürs Kämpfen nicht geschaffen. Als Resultat behandelten uns die Gänge wie allerletzten Abschaum. Unsere Anzüge erlauben uns jedoch, unter noch so widrigen Bedingungen zu überleben. Verstehst du? Seit unserer Ankunft auf diesem Planeten hat uns dazu gezwungen, eine feindliche Gegend nach der anderen zu erkunden. Höhlen voller niederträchtiger Kreaturen, steile Küstenhänge, wo der kleinste Fehltritt den sicheren Tod bedeutete. Viele von uns ließen ihr Leben. Wir haben es satt, wir möchten den Gängeln nicht mehr dienen. Stünde eventuell die Möglichkeit, dass ihr Menschen uns in eurer Stadt Asyl gewährt. Verspricht den Zarubuganern, dass sie in NLA willkommen sein werden oder überlasse die Zarubuganer... Nein. Alles, was die Gänglien schwächt, ist gut für uns. Auch wenn sie vielleicht wie Devianerinnen sein könnten, um uns zu infiltrieren, aber das müssen wir dann eben unserem Generaldirektor überlassen. Oh, ihr Prise seid der Name Yolbox. Wir sind ein Grüppchen von einem guten Dutzend Zarubuganern. Wenn die Menschen es gestatten würden, wir postwenden eure Stadt übersiedeln.
Habt vielen Dank, freundlicher Mensch. Und damit haben wir die nächste Xenorasse in unsere Stadt gelassen. Da, 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 da. So, mal sehen, ob Stella zufrieden mit uns ist. Thank you. Willkommen zurück. Mir scheint, Sie haben die Erwartungen von Generaldirektor Chanson bei weitem übertroffen. Der Mann strahlte förmlich, als er spricht Ihnen ein hohes Lob dafür aus, die Zaruboganer aus dem Joch der Gängien-Gefangenschaft befreit zu haben. Ich es vergesse, hier ist Ihre Bezahlung. Wie wär's mit Items? Ich brauche mehr Items, nicht diese 18.000. Die Zaruboganer befinden sich jetzt in Quarantäne. Sollten die Testergebnisse befriedigend ausfallen, werden sie bald gemeinsam mit uns in L.A. leben. Sie schienen ihnen wirklich sehr dankbar zu sein. Sprechen Sie doch mal mit ihnen, sobald ihnen der Zugang zur Stadt endgültig gewährt wurde. Yay! Leider ist es nicht so, dass wir jetzt... Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob dieser Alienrasse tatsächlich auch ein Laden hinten zugewiesen wird, den wir sponsern können. Ich glaube nicht, aber zwei fehlen noch. Vielleicht kommt das noch im weiteren Verlauf. Also ich kann jetzt erstmal nichts direkt abgeben. So. Ja. Na also, oh Gott sei Dank. Gegen Roemi, die Stinkreiche. Dieses Wesen da oben, was im Baum hängt, ist nicht angreifbar. Es sei denn, man springt dagegen. Es ist winzig, es ist nur nachts da, es ist zum Kotzen. Und ich komme jetzt noch nicht mal ran. Weil mein Skell oben im Baum ist und ich musste von oben runterfallen, damit ich dieses Vieh überhaupt in irgendeiner Form angreifen kann. Danke, Spiel. Oh ja, ja, von mir aus. Wow, das war jetzt so anspruchsvoll. So, wir sind zurückgekehrt. Gegen Yama, der Zahn der Zeit. Oh Gott, ich habe schon einmal gegen ihn verloren, aber jetzt bin ich mit einem zweiten Skell wieder zurückgekehrt. For Enemy Time! So, ich habe ihm Bose zugewiesen, weil Bose ist der Erste, der umgefallen ist auf normal. Ernsthaft verfehlt? Wie verfehlt man einen Wolkenkratzer? Fuck. Ah, Bose fesselt ihn. Sehr schön. Kann ich hier meine Mächtigkeiten wieder an den Tag legen. Leider Gottes habe ich festgestellt, dass dieser Gegner hier äußerst resistent gegenüber Ätherwaffen ist. Das bedeutet, ich kann es eigentlich total knicken, ihn im Fußmodus zu erledigen, weil, was Zenobia angeht, ist der komplette Schaden auf Ätherangriffen basierend. Weil nur dort zählt auch meine, wie nennt sich das noch gleich, meine schnuckelige Bonusfähigkeit, der Gliederschmerzer oder wie das Ding heißt. Ja, einmal rammen wir und dann fesseln wir. Weil Bose ist eine Flasche, den Gegner längerfristig im Fesselfeld zu halten. Oh. Los, jetzt mach was. Ich möchte auf die Anfrage antworten. So, wundervoll. Und jetzt gibt's mit der mächtigen Keule. Das hier ist eine Beamwaffe. Was ich jetzt mache. Okay, man sieht nichts, weil er mich wegwirft. Der Sack. Diese elenden, zu groß geratenen Riesenfritzen. Nicht zu weit weglaufen, ich muss dich damit noch treffen. Weil ansonsten wird das ein bisschen übelkühl. Nein, ich möchte an deinen Hintern. Meine mächtige Superkralle. Ich auch. Doktorkralle. Fry, wir brauchen dich. Fry, wir lieben dich. So, das sieht schon viel besser aus als beim letzten Mal. Und wenn man selber die Agro auf sich hält, dann hält auch der Layla ein bisschen was aus. Außerdem kann er viel besser rummachen als ich. Hier kommt nochmal die Feuergranate. Danke. Es dauert leider 3 Jahre, bis man wieder was tun kann, nachdem er einen einmal hingeworfen hat. Ja, komm, ich mach es. Nur damit du etwas länger überlebst.
Jetzt kommt mein mächtiger Hinternklopfer. Ich bin mir unsicher, ob ich ihn zu Fuß, wenn ich in einen gescheiten Overdrive kommen würde, bin ich unschlüssig, ob ich ihn da erledigen könnte oder besser erledigen könnte als hiermit. Ich werde es nicht ausprobieren können. Ist leider so. Oh yeah. So, ich warte mit Overdrive, bis ich das nächste Mal wieder meine mächtigen Fertigkeiten anwenden kann. Ich meine nämlich, dass das etwas mehr Schaden verursacht. Oh, das macht auch Ätherschaden. Oh, ist das toll. Oh, jetzt benutzt er seine fiesen, unmenschlichen Angriffe gegen mich. Au. Oh, fuck, ich glaube, er hat meinen Berster kaputt gemacht. Jetzt kann ich nur hoffen, dass Layla noch ein bisschen was machen kann. Kann ich? Oh Gott, er hat ein paar Glieder von mir kaputt gemacht, der Arsch. Oh, ist das ein Scheiß jetzt. Oh, jetzt aus. Wenn ich es schaffe, dauert es noch länger. Haust du nochmal zu? Danke. Ist mein Flammenwerfer weggeschmissen? Oder die Waffe ist auch hinüber. Ja, kann auch sein. Okay, jetzt kann ich noch versuchen, hiermit das zu tun. Und nochmal, weil ich im Cockpit-Modus bin. Haha. Ein bisschen repariert habe ich mich. Weiß nicht, ob ich den Berster regenerieren kann, aber zumindest kann ich ihn nochmal fesseln. Manche Overdrive-Varianten reparieren tatsächlich sogar, glaube ich, Gliederschaden am Skell. So. Ich bin immer noch im Overdrive, Bitch. So. Gerade schlecht zu machen mit... Fuck. Melee-Attacks. Zur Not muss ich mir noch einen Skell kaufen. Toll! Immer dann! Aber was soll's, er ist kaputt. Haula, die Waldfee. Yes. Da vorne hängt, fließt es die ganze Zeit rum. Jelena, die Schweigsame. Gucken wir mal an, ob wir sie tatsächlich zum Schweigen bringen können. Führt vor Tyrant Chime. Ja, na, gehen wir mal nach ran. Ja. Mehr. Scheiß auf ausgedehnte lange Ketten oder langen Overdrive, damit geht's auch. Wunderschön. Bitte, lieber Gott, gib mir die Kraft, mich dahin zu stellen. Ja, das denke ich mir auch gerade. Vor Tyrant Time. Aber wenigstens komme ich von hier aus an den beschädigten Chigar selbst. Genau, wir stehen right here und lassen die anderen machen, während wir fesseln. Sie packen die Viecher, entweder sieht man sie nicht, oder sie packen sie an die am schlechtesten zugänglichen Stellen im Spiel. Ja, one shot to end this. Mal sehen, ob es reicht. Oh, holy shitballs. Ich weiß nicht, ob es dafür gedacht ist, schon hier vorhin zu kommen, bevor man fliegen kann. Ja, man kann später fliegen. Aber wenn ich noch mehr länger warte, dann werde ich sowas von überlevelt sein. Das ist nicht mehr Shane. Ah, hier ist es.
Keine Ahnung, wie ich es geschafft habe. Ich bin auf jeden Fall hier. So, das Teil können wir mitnehmen. Und gemein den Schatzmeister erledigen von Tyrantai. Und ich habe diesmal nur eine Viertelstunde gebraucht, um das Vieh zu finden. Yes! Friss das, Eddie. Ich meine Germain. Germain. Kann ich da noch mal ein bisschen was machen? Genau. Na also. Hat sogar mal funktioniert. Nein. Da ist es. Oh, oh nein, 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 nicht du, nicht du, nicht du, nicht du, nicht du, nicht du, nicht du. Genau du. Die Mittelkaliber-Kmöver. Weil man sie mal anrempeln geht. Wow. Wow, die hat ja... Aber es geht, es geht. Nicht weltbewegen viel. Okay, ich bin jetzt nur im Scale, falls dieses zweite Ding sich da noch einschalten sollte. Aber das tut es nicht. Sehr gut. Deswegen werde ich auf mein... Oh, das war's schon. Wundervoll. Einfach zu erledigen. Schwer zu erreichen. Nochmal das hier. Na toll. Rechter Turm ist natürlich genau der andere. Aha, aber ich kann hier rüberspringen. Gegen Zaza, den Wahnhaften mit einer neuen Klasse. Ratata, ratata. Was haben wir hier? Wenn vom Feind anvisiert, mache ich extra Schaden. Okay. Das hier bewirkt Brand. Dann brennen wir ihn mal. Und das hier ist physischer Schaden und wirft den Gegner um. Okay, ich habe also noch viel zu tun. Ich habe keinen Zusatzschaden. Was soll's? Das werden wir auch so hinkriegen. Jetzt werfe ich ihn um. Oder auch nicht. Ja, ich muss auch erstmal aktuelle Waffen anziehen und sowas. Aber so merken wir und finden wir mehr von unserem tollen Superfreund hier. Das ist jetzt eine Klasse mit Großwert. Wenn es mir um Effizienz gehen würde, hätte ich angefangen, in die Klasse von Elmer einzukaufen. Das wäre insgesamt, glaube ich, das Bessere gewesen, aber... Ich kann auch theoretisch, wenn ich das brauche, auch auf Elmer zurückgreifen. Oder auch auf Mörderin. Später, wenn sie mal soweit ist. Hast du mich jetzt anvisiert, du Lump? Naja. Was macht denn das hier? Reduziert erlittenen Schaden. KP-Regeneration und Nahstärke reduziert. Nein, nein, nein. Das gimmt mich nur. Aber jetzt darf ich wieder ordentlich Skill-Upgrades sammeln. Klassen-Upgrades, meine ich. Das hat total verfehlt. Jetzt müssen meine Leute halt mal zeigen, was sie drauf haben. Also, nichts. Oh, ein bisschen Brand. Ein bisschen... Großschwertangriff. Los, den kriegen wir noch. Na also... Unser da, der Wahnhafte, ist ausgewahrt. So, jetzt sind die Level 35er hinüber. Sehen wir uns in der nächsten Episode wieder. Bis dann, auf Wiedersehen.